Aber wir sollen die Türen offen lassen, dann können ja Diebe kommen. Es wird dafür gesorgt werden, dass hier keine Diebe unterwegs sind. Verluste werden ersetzt werden. Nur, das ist gut. Gut zu hören. Ich verlasse mich auf euer Wort. Rainer hat's gehört. So, kommt, Kinder, wir müssen wieder an die Arbeit. Danke an die hohen kaiserlichen Herren. Eure kaiserlichen majestätischen Boten. Er nickt, verbeugt sich einmal vor euch und knickst dann einmal vor Isarun. Ich habe schon immer gedacht, Herr Carino, ihr würdet einen erstklassigen Kaiser abgeben. Aber mir, was war das denn? Ja. Lasst die Türen offen stehen, aber lasst auch euer Korn hier. Nun ja, ich dachte mir, für die Es wird schon Durchreise. nichts geklaut werden. Was Es wird auch glaubt nichts ihr gestohlen eigentlich? werden. Es Genau. wird requiriert. Ach, da fällt mir ein. Ich habe noch was besorgt, bevor ich aus Garad aufgebrochen bin. Wird jetzt Zeit, das mal zu verteilen. Hier, aber mir, Isarun drückt dir so ein kleines Steinchen in die Hand. Das ist so ein Onyx mit einem Zeichen der Hesinde drauf eingeritzt, damit ihr weise Entscheidungen trefft. Ein Onyx-Steinchen. Ja, das könnt ihr euch an einer Kette um den Hals hängen. Hanswin von Werheim massiert sich gerade die Schläfen und sieht nicht sehr zufrieden aus. Meine Herrschaften, weiter. Was könnt ihr während dem Ritt sprechen? Was heißt denn Wie sieht es aus weiter? mit Ziehen wir jetzt diesem nach Baron, der Süden? im Süden lebt? Also, Meine wenn wir Herren, wirklich zu jedem meine Herren, 20 Mann dort meine Damen, hinlaufen. wir müssen uns noch einmal ganz klar darüber unterhalten, wie viel vor uns liegt. Das waren jetzt 20 Leute. Wir haben eine halbe Stunde darauf gewartet, dass unsere Herolde diese Leute vom Feld holen. Ist das der Ja, gut. Anspruch, den ihr an euch selber habt? Immer nicht. Ja. Ja, 20. 20 Leute. Können wir nicht einfach zu dem verdammten Baron hinlaufen und dem sagen, er soll das machen? Der Herr von Wilhelm hat recht. Wir können uns wohl gar nicht an jedem Dorf so lange aufhalten. Weiter geht's. Ich stelle noch einmal die Frage. In Richtung Süden oder in Richtung Westen? In Richtung Norden, in Richtung Osten? Ich Wo würde soll's sagen, hingehen? in Richtung Osten, Richtung Berlia. Weiter Richtung Berla. Wenn man Webermühlen oder wie es hieß, von der Straße aus sehen kann, werden wir sicherlich dort auch die Leute evakuieren können. Gut, dann geht es weiter von Neuost-Werheim, 7 Meilen nach Webermühlen. Das liegt aber natürlich nicht an der Reichsstraße, sondern ihr könnt die Mühlen ja, in einer Entfernung sehen, wie sie da hinter ein paar Bergen. Könnt ihr dann die Windräder drehen sehen? Das ist natürlich auch nochmal eine kleine Reise jetzt von der Straße. So 2 Meilen werdet ihr da sicherlich nochmal machen müssen durch schlammige Straßen. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn wir direkt nach Berla reisen, dort unsere Nachricht verbreiten und ihnen sagen, dass sie alles auf dem Rückweg mitnehmen sollen und selber Boten ausschicken sollen, um die kleineren Dörfer, die wir vielleicht gar nicht finden, einzusammeln. Ja. Wir können nicht Ja, wir jedes Kaff müssen. anreiten, das ist wahr. Wir müssen mit dem Baron auf Burg, wie hieß es, Leffenstein, zusammenarbeiten. Wenn wir uns an ihn halten, wird er seine Untertanen sicherlich. Ja, er wird wissen, wo jeder wohnt, wie viele wo wohnen und wie er sie erreichen kann am besten. Immerhin treibt er die Steuern ein. Ganz recht. Nun dann weiter. Ich glaube nicht, dass wir es heute noch schaffen, aber wir sollten so viel Weg machen, wie wir können. Nun sagt einmal, Answin, wisst ihr, wo genau sich diese Burg befindet? Das, was der Bauer sagt, ist tatsächlich korrekt. Berla ist ein etwas größeres Dorf, 650 Einwohner etwa. Es gibt eine kleine Stadtmauer, die wohl gebaut wird, und am Norden davon liegt Burg Leffenstein. Ich kenne die Familie, Gerjon von Bregelsaum, ist ein sehr gläubiger Mann, ein sehr frommer Mann, hat natürlich auch viele Kinder, die noch wohl bei ihm wohnen. Er wird sicherlich auf uns hören. Eine einfache Möglichkeit, dass ihr euch beweist und einfach mal schauen könnt, wie gaugräflich ihr denn auftreten könnt. Außerdem sollten wir uns darauf einigen, in Zukunft, wer vorspricht.
Und dann werde ich wohl mit den hohen Herren reden. Nun, ihr gebt immer wieder damit an, dass ihr Adeliger seid, also tut es. Nicht, dass Abel mir uns noch um Kopf und Kragen redet. Nichts für ungut. Ja, aber wir sollten wir lieber knebeln. Das wäre ein wenig herrschaftliches Auftreten. Wir werden also nichts dergleichen tun. Wie ihr es wünscht. Dann werdet ihr reden. Und dann, ich bin mir sicher, der Baron von Regelsaum, richtig? Richtig, wird ein zugänglicher Mann sein. Warten wir weiter. Gut, so reitet ihr weitere 10 Meilen. Es dauert natürlich wieder sehr, sehr lange, weil die Söldner hinter euch abgelenkt sind, viel miteinander tratschen, lassen dann natürlich noch einmal den Alkoholschlauch kreisen, wo auch wahrscheinlich Ömer und Rafim dankbar zugreifen. Ja, natürlich. Natürlich. Bis ihr dann auf der Straße etwas erkennen könnt, was nicht ganz ins Bild passt. Ein Pferd, das ihr zuerst erblicken könnt, wohl viel zu spät, liegt dort irgendwo am Graben, bisschen verschlammt. Zumindest ist das Erste, was ihr sehen könnt, aufgrund der blauen Decke, die dabei ist. Ist es ein Pferd, euer Gnaden? Immer tappt man dahin. Sieht nach einem Pferd aus, würde ich sagen. Wartet mal, ja. Ich mach mal die Decke ab. Geh mal dahin und reiß die Decke von dem vermutlichen Pferd herunter. Ja, da kannst du mir gerne mal auf Heraldik würfeln. Ist, wie gesagt, eine blaue Reitdecke. Das Pferd liegt im Graben und ist erschlagen. Wohl vor nicht allzu langer Zeit. Der Kopf ist zerdrückt ins Innere des Schädels, gesplittert, sodass du da nur noch Andeutung einer Schnauze sehen kannst. Ganz klar eine blaue Reitdecke. Sehr schön, ich schmeiß sie in die Ecke. Rafim, was habt ihr? Totes Pferd, blaue Reitdecke. Sonst hat irgendwer drauf eingeprügelt. Kann ich die Waffe einschätzen? Also sieht's wird wohl irgendwas, also wenn du einem Pferd mit so einer brutalen Kraft den Schädel, das Innere trümmern willst, dann wird er wohl ähnlich stark wie du gewesen sein und Streitkolben oder sowas wird es vielleicht gewesen sein oder ein großes Schwert und dann mehrfach, bist du nicht ganz sicher. Denke, Streitkolben, groß, vielleicht ein Zweihänder mit der stumpfen Seite, vielleicht auch ein Metallstock, aber den benutzt eigentlich hier keiner. Lasst mal sehen. Raya, hilf, Karina, kommt, wir sehen uns das mal an. Ich stelle mich um die Steinhügel und gucke hier um, wo der Reiter ist. Der muss ja irgendwo sein. Hoffentlich. Sinnschärfe. Immer schaut sich mal lieber um, ob er irgendwas anderes sieht. Irgendwelche anderen Leute, die das hier vielleicht beobachten und von denen man annehmen könnte, dass sie vielleicht mehr gesehen haben können, auf längere Sicht, wie auch immer. Oh, gute Probe. Ja, ihr dürft gerne alle mal eine Sinnschärfe-Probe würfeln. Das ist natürlich erschwert aufgrund der Sichtverhältnisse. Es regnet, die Sonne ist nicht da. Wir haben jetzt ungefähr 10, 11... Aber wenn ihr euch umseht, werdet ihr wohl alle die zunächst die Runen blutig verspiert erkennen, die wohl auf dem Acker reingetrieben worden sind. Und daneben dann auch den dazugehörigen Kopf des Reiters. Der Mann wurde wohl eingebuddelt, warum auch immer man das tun sollte. Und Ömer kann die Zayat-Runen im Feld erkennen, die dann mit blutigen Gedärmen gelegt worden sind. Also das sind dann höchstwahrscheinlich die Gedärme dieses Bodenreiters, die da jetzt das für verschiedene Zayat-Glyphen und Symbole formen. LGM. Die Hohen Herren Magier. Hier sind Zayat-Glyphen gelegt, guck mal. Das ist mit den Eingeweiden des Mannes gemacht worden und das ist... eine Art Anbetung, Lobpreisung hier des Gegenspielers zu Travia. Glaube ich. Ja, das müsste es sein. Und zwei weitere Namensglyphen, die dann nicht zu der erzdämonischen Wesenheit Lolgramot gehören, sondern die auch immer ohne weiteres identifizieren kann. Namensglyphen Gaia, Kind.
hier einen Namen prüfen. Ich weiß nicht, ob man das aussprechen sollte. Schaut euch das mal bitte an, hohe Herren, bevor ich da irgendwas sage, was man nicht sagen soll. Nun ja, die Glyphe steht nicht für einen Erzdämon. Ich denke nicht, dass es gefährlich ist. Aber wir sollten es trotzdem nicht erwähnen. Ja, was kann das bedeuten? Könnte ein Beiname sein. Das ist möglich. Irgendeine Art von Ritual oder was geht hier vor, die hohen Herren, die gelehrten Herren? Ja, ja, das sieht aus, als wenn das vielleicht ein ehemaliger Ritualplatz war. Was das auf jeden Fall bedeutet, ist, dass wir nicht allein sind und dass unsere Gegenspieler auch Agenten hier haben. Wir müssen auch da gut sein. Es könnte jeder sein. Sie könnten sich als einfache Bauern tarnen. Ja, vor allem, weil sie doch da dem Herren der Herren, ich weiß es nicht gar nicht, der Zwietracht sozusagen dienen. Das könnten unheimlich gute Lügner sein, da müssen wir sehr drauf aufpassen. Das sind vor allem Leute, die irgendwelche Leute anführen, aufstacheln und, ja, wie gesagt, versuchen, Zwietracht zu sehen. Das heißt, wenn sie von unserer Mission Wind bekommen, werden sie versuchen, dagegen zu arbeiten. Solche Leute müssen wir dann identifizieren. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ihr kennt euch beachtet gut aus in bestimmten Dingen. Danke. Ich meinte dies nicht als Kompliment. Warum nicht? Nun ja. Normalerweise ist dies, Wissen, das gefährlich ist. Und in den meisten Praios gefährlichen Gegenden verboten. Und wir können froh sein, dass irgendjemand dieses Wissen hat. Ansonsten würden wir jetzt nicht wissen, was wir vor uns haben. Ich bin trotzdem erstaunt, dass so ein einfacher Bursche aus Konchum solches Wissen hat. Das Wissen habe ich nicht aus Konchum. Also ich bin aus Konchum, aber das Wissen habe ich nicht daher. In Konchum wusste ich noch nicht einmal, was das hier sein könnte, im Anlanden und nein. Das Wissen ist in Yolgomakke erworben worden. Das macht die Sache nicht besser. Seht, hier. Aber das ist schon längst vergeben worden, alles was in Yolgomak war. Ich gehe wahrscheinlich neben einer Glyphe und finde da so ein Pergament. Ich bück mich und heb so ein blutverschmiertes Dokument auf. Was ist das? Ist es eingeschlagen? Ja, ist ein gesiegeltes Schreiben. Verschlammt. Und dementsprechend konnten die anderen das wohl nicht finden. Hat wohl dieser Bodenreiter transportiert. Zumindest sieht es so aus. Ich gucke mir erstmal das Siegel an. Kenne ich das? Bisher noch nicht gesehen. Vielleicht mal in Wehrheim. Würde natürlich eine Heraldikprobe entscheiden. Aha. 7 Punkte. Ja, das könnte die Baronie Binsböckel sein. Jetzt auch gerade, ja, du erinnerst dich bei Neuost-Wehrheim, so ein Wegweiser, da hast du das Zeichen drauf gesehen. Richtung Süden. Ich bin mir rechtlich gerade nicht sicher, ob wir als Gaugrafen ein deutsches Dokument öffnen dürfen oder ob wir uns da auch strafbar machen. Ich würde einfach rechts gucken. Bevor ihr es öffnet, solltet ihr auch vielleicht wissen, wenn wir es hier mit solchen dämonischen Perversitäten zu tun haben, kann das auch eine Falle sein. Und ihr solltet vorher immer gucken, ob Magie im Spiel ist, wo sie nicht hingehört. Beim Thema nicht hingehören. Wir sollten wohl den Boden ausgraben. Ja, und dieses Ritual vernichten. Lass mich es vorher noch kurz analysieren. Doch, das kostet uns alles wieder Zeit. Ich reiche dir mit spitzen Fingern diesen blutigen, dreckigen Brief. Während die da am Rumhampeln sind, arrangiere ich mal, dass ein paar von den Leibwachen anfangen, den Boten auszuholen. Ich schaue mich mal um. Grafim, kommt ihr mit? Die Gegend einmal angucken, ob hier noch irgendwer ist, der es vielleicht beobachtet hat, vielleicht ein Jäger, der in der Nähe ist. Klar, klar. Aber wir haben doch gar keine Schaufeln. Wollt ihr den jetzt mit der Hand eingraben? Und irgendwie werden wir ihn da rausholen müssen. Wir können ihn schlecht hier sitzen lassen. Oh, ihr macht das schon. Immer, geh voran, ich folge. Wir reiten doch, wir sind doch hohe Herren. Natürlich, natürlich. Gaugrafen, wie ich hörte. Ja, da wir den ganzen Tag sozusagen die Pferde noch nicht ausgeritten haben, ist das jetzt sozusagen der richtige Zeitpunkt, um die Pferde ein bisschen auszureiten und die Gegend zu erkunden, so in so einem 1 Kilometer Umkreis um das ganze Geschehen hier herum. Natürlich, natürlich.
Ja, Iserun wollte, glaube ich, in Odem wirken, ne? Genau. Ja. Den wollte ich erstmal gucken, was es hier denn überhaupt gibt. Da würde ich dann... Moment. Ich gehe unterdessen zu dem Pferd, um ein Gebet zu sprechen für dessen Seele. So, ich würde das dann halt auf den Sichtbereich machen, sodass ich sowohl dieses gesiegelte Schreiben im Blick habe, als auch die Runen. Und dann spreche ich Structuram Arcanam Cerneam. Ja, natürlich bietet sich vor einem Analyse immer ein Odem an. Aber du kannst dich drauf konzentrieren. Oh verdammt, ich habe das Falsche gewürfelt. Wolltest du erst den Odem und dann den Analyse? Genau, das ist der Trick. Dann würfel den Odem nochmal. Achso, jetzt hatte ich die Erschwernis nicht drin, von wegen, aber der wird dann ja trotzdem noch. Ganz knapp. Ja, also du siehst auf alle Fälle, dass irgendwas glüht, kannst da wohl aber auch nicht ganz hinter die Matrix dringen und wendest dann Gewalt an, benutzt dann dein magisches Auge nochmal, um die Matrix so ein bisschen vor deinem Auge auseinanderzuziehen und versuchst das so ein bisschen in ordnende Strukturen zu lenken und kannst dann sehen, dass wohl aus dem Körper über das Feld ein paar Risse laufen, magische Risse. Es sieht dann aus wie, du würdest bei einem Menschen sagen, Adern, Hasslinien, Hass, verzerrtes Gesicht, also es hat keine Gesichtsstrukturen, aber Hassfalten, Hasslinien, die sich dann über diesen Acker von diesem Boten entlang breiten. Magisch, dämonisch. Und dämonisch, der, genau, der Domäne zuordnen. Oh. Ja, selbstverständlich. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar diese Adern. Scheinen die von hier auszugehen oder von der anderen Richtung der Adern auszugehen? Also werden die Adern, wenn sie von hier weggehen, schwächer? Sie wachsen aus dem Boden heraus. Okay, und bestimmte, also die Quellen sind dann eben die Glyphen? Oder gibt es noch irgendwie eingebuddelte Sachen? Nee, die Glyphen, das könntest du nochmal mit einer Magiekundeprobe klären. Das ist die Glyphen selber, also die Gedärme leuchten nicht. Zählt das als magische Analyse? Ja, weil du den Analyse gewirkt hast, würde ich dir das zugestehen. Sieht eher aus wie eine Unterschrift. Tatsache. Also, es sieht eher aus, als ob hier irgendjemand sein Werk verfeinern wollte. Könnte aber auch sein, dass er abgebrochen hat. Nicht unbedingt, weil ihr ihn gestört habt. Dafür ist dann das Blut schon viel zu viel geronnen, sondern eher, weil er unstet war. Und ich habe halt den Eindruck, dass es wirklich jemand ist, der sich hier... Also quasi ein magisches Graffiti. Das kann man so sagen, ja. Also, warum auch immer dieser Bote dann erschlagen worden ist. Gut, jetzt, du hast dich nicht wirklich viel mit der Domäne Leukramot auseinandergesetzt, aber dir sind natürlich die Aspekte dieses Erzdämonen bekannt. Und das kann natürlich auch Langeweile gewesen sein. Oder Kundschafter... Die, gerade in den Borbradianischen Kriegen ist ja natürlich bekannt gewesen, dass gerade Helm Halfax auch sehr gerne mit Leugramotschen Aufklärern gearbeitet hat. Gut, mit der Analyse bin ich ja jetzt eine Weile beschäftigt. Vielleicht möchten die anderen noch in der Zwischenzeit was machen. Kiaris möchte das Pferd bestatten oder nur die Seele zu Rätern schicken? Zunächst spreche ich ein einfaches Gebet, nichts Kamales, weise dann aber die Söldner an, wir müssen den Leichnam ausgraben und ihn und das Pferd zusammen an einer anderen Stelle beerdigen. Was glaubst du, was wir hier tun, Karinor? Genau das. Ich sage nur, wir müssen auch ein weiteres Loch graben. Und das stört diese verdammten Runen. Dann kümmert euch doch schon mal drum, Abelmir. Ihr seid schließlich der Experte.
Haben wir eigentlich einen Spaten oder sowas bei? Keine Ahnung. Die Söldner, wir? Ja, die Söldner werden sowas wie einen Klappspaten dabei haben. Nicht jeder Einzelne, aber so zwei, drei werdet ihr bekommen und könnt ihr dann anweisen. Was macht ihr mit dem Brief? Der ist bisher weiter verschlossen. Den habe ich ja Iserung gegeben zur Untersuchung. Genau, aber einen Brief selber habe ich ja nichts Magisches gefunden. Achso, also du bist ja noch beschäftigt. Insofern wollte ich erstmal abwarten, bis du fertig bist. Vor der 5 Minuten. Ich würde mich derweil dann den Söldner anweisen, diese Runen, also umzugraben, das Feld umzugraben, sozusagen, dass diese Runen nicht mehr sichtbar sind und die Eingeweide in Richtung Leichnam zur Beerdigung transportiert werden. Ja, die sind auch ziemlich abgebrüht, also die haben wohl auch schon Leichen in ihrem Leben gesehen und können dann natürlich das Loch buddeln, können dann die Gedärme zu der Person legen, auch dann den eingeschlagenen Pferdeschädel dann so gebarren, wie das dann Kiaras gefällt, und dann dürfte Kiaras gerne seinen Bohrer- und Grabsegen sprechen. Reicht auch nur einer, muss er dann nicht für das Pferd nochmal extra eins machen. Kannst dann also diese Zeremonie beginnen. Ja, klar. Ich stelle mich dort vor, schlage ein Boronrad. Herr Boron, unausweichlicher, diesen Menschen und dieses Tier empfehle ich dir an. Nehme sie auf in dein Reich, schicke sie in das Reich Rajas, auf das das Tier in Rajas Herde reiten kann. Und schütze sie vor den Griffen des Feindes. Liturgie-Kennersprobe. Und 5 Karma. Ja. Das will ich chippen. Warum? Ist doch geschafft. Ja, aber mit 0. Dafür haben wir die Checksatzpunkte. Ja, ich möchte die komplette Probe chippen. Kein Kommentar. Ja, du denkst, dass du sehr zufrieden damit bist, wie das Ritual gewirkt hat. Hast dich das eine oder andere Mal ein bisschen versprochen, aber das wird dem Herrn Boron wohl gefallen. Immerhin, das ist dein erster Grabsegen, den du jetzt gesprochen hast. Du hast natürlich viel theoretische Kenntnis im Tempel von Kunchum erworben und dann auch in Gareth noch ein bisschen verfeinert. Aber dass du jetzt auch noch gleichzeitig ein Pferd mit beerdigen musst, damit hast du nicht gerechnet. Das verstört so ein bisschen dein Bild, tut ein bisschen schmerzlich in der Seele weh, wodurch du einfach ein bisschen abgelenkt bist. Und dann kannst du erkennen, wie wohl Ömer und Rafim auf ihren beiden Pferden wieder heranpreschen über das Feld. Der Matsch spritzt hinter ihnen, sodass du, ja, die letzten paar Silben mehr nuschelst. Ah, da seid ihr ja. Ja, also ich habe niemanden in der Nähe gesehen. Ich habe nur Richtung Süden habe ich weiter irgendwie eine Siedlung gesehen, aber da, das ist ein ganzes Stück bis dahin. Das ist also nicht in der Nähe. Da bräuchten wir schon ein paar Stunden bis dahin. Das ist also nichts, was jetzt hier in Sichtweite großartig ist. Also, die Siedlung an sich ist gerade so zu erkennen durch den Regen am Horizont. Ach, wer hierfür verantwortlich ist, ist also schon längst nicht mehr da. Ja. Aber ich wollte gucken, ob vielleicht irgendwo, ob ich irgendwas sehe. Isarun richtet sich auf. Sie ist mit der Analyse fertig. So, hier, der Brief, der ist sauber, da ist nichts dran. Aber diese Glyphen und Runen, also ist natürlich eindeutig einer Domäne nachweisbar, zuweisbar. Die Herrin der Rastlosigkeit. Dann gibt es natürlich diese Namensglyphe. Das könnte ein Beiname sein oder der Name des oder derjenigen, der hierfür verantwortlich ist. Für mich sieht das nicht so aus, als ob jetzt das hier alles einem größeren magischen Zweck dient, sondern eher ein Zeichen so, ich war hier. So, wisst ihr, wie wenn in Städten irgendwie an den Hauswänden sowas steht? Nun, für gewöhnlich schreibt man solche Sachen aber nicht mit Eingeweihten.
Nun, aber was kann man von diesen Dämonenschergen schon erwarten? Ganz genau, wir haben es hier eindeutig mit einem Dämonenanbieter zu tun. Und wer weiß, wie die drauf sind. Jedenfalls, Ritual war es nicht. Es war einfach nur ekelhaft und verpestet jetzt auch das ganze Feld. Also, hier sind so dämonisch-magische Adern, die von dem Ganzen ausgehen. Also, wir sollten das schleunigst zerstören. Nun gut. Ja, dann würde ich meinen Dolch ziehen und vorsichtig dieses Siegel aufbrechen. Durchschneiden. Könnt ihr erkennen, ob wenn wir das zerstören, ob wenn wir das zerstören, ob wir dann das sofort aufbrechen und dieser Hassadern, die gesehen habt, weg sind, oder ob das vielleicht noch monatelang hier ist und wir deswegen Teile der Felder vielleicht sperren müssen, damit hier nicht schlimme Dinge passieren, dass die Bauern sich die gegenseitig zerfleischen, weil sie auf dem Feld arbeiten. Müssen wir vielleicht auf der Rückreise nochmal überprüfen. Stimmt, über längerfristige Sachen. Sehen. Ich denke nicht, dass wenn wir die Runen zerstören, sollte sich diese magische Restspur relativ schnell verflüchtigen. Es kommt auch noch hinzu, dass es eben diese spezielle Domäne ist. Sie ist nicht unbedingt für ihre Beständigkeit bekannt. Ich glaube, das sind alle chaotischen Domänen nicht unbedingt, aber ja. Ich hoffe, ihr habt recht, dass es hier nicht an den Bauern hängen bleibt, denn die können da am allerwenigsten für. Vielleicht sollte man nicht unbedingt an dieser Stelle eine, nun ja, Zeltstadt errichten. Das was? Aber ihr arbeitet trotzdem Bauern auf dem Feld, die darunter leiden könnten. Egal. Um Himmels Willen. Ich nehme mal den Ball raus und fange dann an, das Ding zu zerhacken. Also zu zerhacken. Wie auch immer. Was willst du hacken? Diese, wie nennt man das? Huhn. Genau. Die sind wahrscheinlich entfernt worden. Die wurden aus Gedärmen gelegt und die Söldner haben dann ja mit schmatzenden Geräuschen das Ganze zu der Leiche gelegt, die dann Kiaras eingesegnet hat. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und die Rassinruhen wurden umgegraben. Genau, ich kann euch ja nochmal zeigen, wo hier diese Linien waren, dann können wir ja dort nochmal ein bisschen verstreuen. Wollen wir den Leichnam nicht mitnehmen? Ich dachte, es geht ja gerade darum, dass dem Feind nicht Leichen in die Hände fallen.